Hallo und herzlich willkommen bei Wetter Online. Die kalten Maitage sind bald Geschichte und in feuchtwarmer Luft kann die Sommerkleidung dann raus. Der Regenschirm, der sollte allerdings auch nicht fehlen, denn zwischendurch, da wird es immer mal wieder nass. Ungerechter könnte das Wetter kaum sein. Während am Mittwoch in der Südwesthälfte nach kalter Nacht die Sonne von einem meist blauen Himmel strahlt, bleibt es von Hamburg bis Berlin grau in grau. Dort regnet es auch noch etwas. Bei den Temperaturen sind die Unterschiede ebenfalls sehr groß. Die Spanne reicht von kalten 9 Grad in Rostock bis zu warmen 21 Grad rund um Freiburg. Am Donnerstag erreicht die Warmluft langsam auch den Nordosten. Dort sind Höchstwerte um 18 Grad drin, kühler bleibt es nur Richtung Küsten. Im Süden geht es sogar bis an die 25 Grad rauf. Am schönsten wird es von Bremen bis Dresden, weiter nordostwärts halten sich zähe Wolken. Im Südwesten kann sich zwar gelegentlich die Sonne zeigen, einzelne Schauer und Gewitter sind aber auch dabei. An den Folgetagen bleibt es zwar recht warm, aber es wird auch immer mal wieder nass. Einzelne, teils auch recht kräftige Gewitter sind auch mit von der Partie.